Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Panel Digitalisierung von Studium und Lehre in den Fachbereichen. Wir möchten heute, und wir sind das Social Forum Digitalisierung, mit Experten und Expertinnen zur Rolle der Fachbereiche in Bezug auf die Digitalisierung von Studium und Lehre sprechen. Mein Name ist Janika Budde. Ich bin Projektmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung und dort Teil des Strategieteams. Und hier wollen wir uns in der nächsten Zeit eben auch stärker mit der Rolle der Fachbereiche bei der strategischen Entwicklung von Studium und Lehre auseinandersetzen. Vielleicht kurz, warum das so spannend auch für uns ist. Wir haben in den vergangenen Jahren in der Peer-to-Peer-Strategieberatung zahlreiche Hochschulen begleitet, eben in ihren Strategieprozessen zu Studium und Lehre in Bezug auf die Digitalisierung. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es in den Beratungsverfahren, in unseren Workshops mit und in den Hochschulen immer dann spannend eigentlich geworden, wenn wir eigentlich gar nicht mehr weitermachen konnten, wenn die Grenze unseres Programms erreicht war, nämlich dann, wenn es darum ging, eben die strategischen Ziele in den Fachbereichen, in den Fakultäten umzusetzen, dort eben weiter darüber zu diskutieren, welche Rolle Digitalisierung spielen soll und wie eben die besonderen Herausforderungen der einzelnen Fachkulturen wiederum mit den strategischen Zielen der Hochschule in Verbindung zu bringen sind. Und deswegen freue ich mich gerade, dass wir eben mit einem neuen Format eben jetzt auch Fachbereiche in der strategischen Weiterentwicklung unterstützen und begleiten können. Hier haben wir nämlich seit 2 Wochen, glaube ich, eben mit der Peer-to-Peer-Fachbereichsberatung ein neues Format eben da ausgeschrieben, zu dem sich eben jetzt die Wirtschaftswissenschaft bzw. die Betriebswirtschaftslehre bewerben kann. Und um ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich so die Fachbereiche umtreibt, die Fakultäten, die Dekanate, aber eben auch, wie das Zusammenspiel zwischen Fachbereichen und Hochschulleitung aussehen soll, haben wir heute 5 Experten und Expertinnen eingeladen, die ich Ihnen jetzt einmal kurz vorstellen möchte. Da ist einmal Frau Dr. Elke Bosse, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim HIS-Hochschulinstitut, nein, HIS-Institut für Hochschulentwicklung, so rum. Sie ist verantwortlich für die Arbeitsschwerpunkte der Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre mit Projekten zu Studieneingangsphase, zur Studiengangsevaluation und Studiengangsentwicklung. Sie hat im vergangenen Jahr im Auftrag des Hochschulforums eine qualitative Interviewstudie mit Fachbereichen durchgeführt zur Krisenbewältigung im Sommersemester 2020. Diese Studie ist in der letzten Woche als HFD-Arbeitspapier veröffentlicht worden unter dem Titel, das muss ich ablesen, Fachbereiche und Fakultäten in der Corona-Pandemie, Erfahrungen und Erwartungen an die Zukunft. Dieses Arbeitspapier können Sie auch gerne kostenlos über die Webseite des Hochschulforums herunterladen. Der zweite Teilnehmer ist Professor Dr. Thorsten Eimann. Er ist CIO der Universität Bayreuth und gleichzeitig Vizepräsident für Informationstechnologie und Entrepreneurship. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und hat 2019, glaube ich, war es, die Peer-to-Peer-Beratung an der Universität Bayreuth koordiniert und geleitet. Der dritte Teilnehmer im Bunde ist Professor Dr. Peter Lett-Marte. Er ist Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen und dort auch zugleich Professor für Controlling. Dann darf ich als viertes meinen CAE-Kollegen Dr. Marc Hüsch begrüßen. Er ist im CAE-Hochschulranking verantwortlich für die Studienbefragung und hat ebenfalls zum Sommersemester eine Sonderbefragung im Bereich der Wirtschaftsstudiengänge gemacht zu der Frage nach den Studienbedingungen an deutschen Hochschulen während der Corona-Pandemie. Auch hier nochmal hören wir viel von
von deinen Ergebnissen dazu. Und als letztes haben wir dann auch eben die studentische Perspektive eingebunden. Jürgen Schiffer ist Student an der Technischen Universität München, studiert dort im Bachelor Management und Technology, eben an der TUM School of Management und ist dort auch eben engagiert im Bereich der auf Ebene der Fachschaften so, und war dort auch Präsident des Studentenrates, als Studierendenrates an der TUM. Er ist außerdem darüber hinaus Mitglied der Digital Changemaker unserer studentischen Zukunft AG, so heißt es, im Hochschulforum Digitalisierung. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme an der heutigen Online-Panel. Vielleicht noch kurz im Hintergrund, vielen Dank, nochmal einen Dank an meine beiden Philips, Philipp Hürten und Philipp Neubert, sowie Josephine Sames, die sich halt im Hintergrund mit der Technik, aber auch eben mit Ihnen im Chat sozusagen sich um die Technik, um den Chat auf YouTube kümmert und eben auch für erste Fragen auch gerne zur Verfügung steht, aber eben auch in deren Chat bei YouTube schauen, welche Fragen wir in die Diskussion von Ihnen einbringen sollen. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Wir rechnen ungefähr mit Ende der Veranstaltung Richtung 17.30 Uhr ungefähr. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen zur Peer-to-Peer-Fachbereichsberatung haben, schauen wir, dass wir das gegen Ende klären. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Vielleicht mit Ihnen, Herr Littmarte. Wenn wir uns über die Rolle natürlich der Fachbereiche in der Digitalisierung auseinandersetzen, ist ja auch die Frage, welche Rolle hat denn die Digitalisierung in Ihrem Fachbereich? Also die Frage, mit welchen Fragestellungen haben sich die Wirtschaftswissenschaften auch schon vor Corona eigentlich auseinandergesetzt, wenn es darum geht, die Lehre und Studium zu digitalisieren oder mit digitalen Methoden zu unterstützen? Ja, ich sage gerne ein paar Worte dazu. Also man muss sagen, wir haben ja auch in der CAE-Befragung sehr gut abgeschnitten und sicherlich ein Grund dafür liegt darin, dass wir vorher schon viel gemacht haben. Also wir haben einerseits ein eigenes Filmstudio, wo wir schon immer mit Videos gearbeitet haben. Das heißt, das war jetzt für uns kein Neuland. Das ist übrigens aus unserer eigenen Fakultät heraus erwachsen und ist dann sozusagen in den Zentralbereich der Uni hineingegangen. Dann haben wir so eine Art Internet-Lernumgebung schon geschaffen, die auch viele Fächer nutzen, so zum Beispiel auch ich selber, wo wir immer wieder über Zufallsparameter neue Aufgaben generieren und sogar die falschen Antworten kommentieren können und solche Dinge. Das haben wir aber eigentlich schon so, also das Thema DynXite, so heißt diese Internet-Lernumgebung, die haben wir schon so seit roundabout 10 Jahren im Einsatz, dass wir mit Videos arbeiten. Das ist so ungefähr seit 7, 8 Jahren der Fall und das hat uns natürlich enorme Vorteile gebracht. Beispiel, wir haben auch zum Beispiel so ein Managementplanspiel entwickelt, auch über unsere Medien für die Lehre, MFL, die jetzt in der Zentrale angesiedelt sind. Wenn man zum Beispiel bei uns Rechnungswesen hört, dann wird man praktisch zu einer Automobilhersteller und wenn ich was vom Zulieferer einkaufe, dann kaufe ich etwas und dann stopp, dann hält das an und dann kann ich direkt den Buchungssatz hinterlegen. Und das ist im Grunde schon vor Corona passiert, und zwar deutlich vor Corona. Wir haben das auch übrigens, und ich möchte gar nicht zu lang antworten, aber wir haben das auch immer sozusagen auch sogar statistisch evaluiert. Wir wissen also genau, bei welchem digitalen Element zum Beispiel Frauen besser abschneiden, bei welchen Männer besser abschneiden und wer am meisten, welche Gruppe am meisten profitiert. Da könnte ich jetzt aber mal eine Frage stellen. Was glauben Sie denn, welche Gruppierung von diesen digitalen Formaten am allermeisten profitiert, und zwar mit großem Abstand? Wir wissen ungefähr, bei unserer Veranstaltung gab es einen Notensprung im Laufe der Zeit, obwohl wir das Niveau leicht angehoben haben, von circa einer Note. Es gab aber eine Gruppe, die hat massiv am allermeisten profitiert. Könnte ich jetzt einfach mal so zurückfragen. Haben Sie da eine Idee? Mag das vielleicht jemand hier aus dem Podium beantworten? Ich kann es gerne probieren aus studentischer Sicht, ja. Wovon ich dazu sagen muss, es ist ein, ja, wirklich Raten ins Grüne. Ich tippe darauf, es sind ja deutsche Studentinnen, also vor allem weibliche Personen, die aus Deutschland kommen, also nicht aus dem Ausland kommen, die darüber extrem profitiert haben.
Also erstmal, auch das haben wir immer alles untersucht. Also erstmal, es gibt leichte, signifikante Unterschiede, bewegen sich aber im Durchschnittsnotenbereich in der Differenz der Verbesserung so ungefähr bei 0,01, 0,02 bei den Geschlechtern. Es gibt aber eine Gruppe, die verbessert sich um 0,4 Notenpunkte mehr als der ganze Rest, und das sind die ausländischen Studierenden, weil die können das nämlich anhalten, die können üben, die können Video nochmal gucken, die können sich zusätzliche Aufgaben generieren und dadurch gewinnen die an Sprachfertigkeiten. Das war uns selber auch gar nicht so bewusst. Insofern ist es jetzt keine, nicht schlimm, dass sie das nicht raten, wenn man das Ergebnis sieht, statistisch. Und wir wussten, wir können übrigens nicht wissen, nicht, ob es Ausländer sind. Wir haben einfach nur geguckt, wer hat einen ausländisch klingenden Namen, und haben das geprüft. Wir haben übrigens insgesamt über 15.000 Datensätze da drin. Also das ist jetzt alles hochsignifikant. Also ganz interessant. Man kommt zu ganz interessanten Ergebnissen. Wenn man das Ergebnis hört, sagt man immer, ja, das hätte ich ja, das ist ja klar, dass das so ist. Aber hier sehen wir schon an der Runde, so klar ist das dann auch wieder nicht. Herr Liedmaat, haben Sie da auch mit Ihren verschiedenen Maßnahmen auch nochmal spezifische Herausforderungen im Sinn? Also was sind Sie genau angegangen, als Sie gesagt haben, wir machen ein Online-Planspiel, oder ist es auch tatsächlich etwas, was eher aus Interesse der Lehrenden gewachsen ist? Also wir haben schon systematisch etwas angegangen. Wir haben auch mal Formate probiert, die wir nicht beibehalten haben, wenn das nichts gebracht hat. Also wir haben immer geguckt, wie sind eigentlich so die Veränderungen. Wir haben immer sozusagen Semester für Semester, wir haben also, wenn Sie so wollen, so fast einen wissenschaftlichen Ansatz gewählt, der uns natürlich sozusagen zum Eingang Richtung Corona sehr geholfen hat, ne? Natürlich ist immer Voraussetzung, dass die Lehrenden das wollen und auch mitmachen. Also wir haben nicht alle erreicht im Vorfeld unserer Fakultät, aber man kann sagen, das Aktivierungsniveau hat durch Corona massiv zugenommen. Also hat Corona auch durchaus seine positiven Seiten. Ne? Also wie es halt immer so ist, war der Zwang so oder die Motivation so groß, dass es dann noch besser geklappt hat. Mhm. Herr Eimann, möchte das vielleicht ergänzen? Also mit welchen Herausforderungen sozusagen die Wirtschaftswissenschaften, die Wirtschaftsinformatik an der Universität Bayreuth konfrontiert, die halt eben mit digitalen Möglichkeiten begegnet werden sollen? Naja, ich würde eigentlich natürlich gerne sagen, es war fast so wie an der RWTH, aber die Ausgangsvoraussetzungen sind auch ein bisschen andere. Wir sind halt eine kleinere Universität und wir haben nicht vor 10 Jahren mit Videomaterial angefangen. Wir haben quasi wie viele andere Universitäten auch ein Moodle-System, in dem halt Lehrende Material ablegen. Das waren meistens PDF-Skripten. Es gibt ein Videosystem, also vor Corona gab es halt ein Videosystem Panopto, bei dem die eine oder andere Weihnachtsvorlesung oder mal ein besonderes Symposium aufgenommen und wieder zur Verfügung gestellt wurde. Aber das war halt etwas, womit die Lehrenden experimentiert haben, würde ich mal sagen. Ne? Die eine oder andere hat eben ein bisschen mal mehr gemacht, mal interaktive Übungsblätter, mal die meisten haben halt gar nichts gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, PDFs hochgeladen. Und in dem Moment, wo Corona zuschlägt, ändert sich auf einmal alles und alle sind auf einmal in der Notwendigkeit, etwas tun zu wollen, uns, beziehungsweise sich mit diesen Möglichkeiten, mit diesen technischen Möglichkeiten überhaupt erstmal zu beschäftigen. Und das Interessante dabei ist, auf einmal funktioniert es. Es ist durchaus so, dass alle die Fähigkeiten haben oder dass sie schnell erlernt haben und dass sie auch alle sich den Studierenden auch hinwenden, dass es eine Möglichkeit gibt, digital mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und wir haben jetzt innerhalb von 2 Semestern auf einmal 20.000 Lehrvideos auf unseren Panopto-Plattformen hochgeladen von den Lehrenden, die halt immer so 7-10 Minuten Snippets gemacht haben, quasi von ihren Vorlesungen. Die Vorlesungen quasi didaktisch aufbereitet, dann kleingestückelt und dann eben diese kleinen Videos hochgeladen haben. Bei 13.000 Studierenden ist das jetzt etwas, was quasi, glaube ich, total im Normalmaß anderer Hochschulen auch ist. Ich gehe mal davon aus, dass viele das so gemacht haben. Und auf einmal haben wir eine ganz andere System- und Lernumgebung, als wir das vorher hatten. Vielen Dank. Ja, Herr Schiffer, möchten Sie da noch irgendwie ergänzen aus der Sicht der Studierenden an der TUM? Genau, ich kann sehr gerne ergänzen. Bei uns, also ich denke, die TU München war auch schon relativ weit im Bereich Digitalisierung. Also kurz als Hintergrundinformation, bei uns an der TUM School of Management war es gang und gäbe, dass seit circa 5 Jahren alle Grundlagenvorlesungen Video aufgezeichnet werden und auch viele der weiterführenden Vorlesungen auch aufgezeichnet wurden. Das heißt, es hat sich
nie, in der Richtung nicht so viel geändert. Was wir nicht hatten, und das finde ich auch sehr, sehr schade, wir sind viel, also Corona hatte vor allem im ersten Semester, also vor ziemlich genau dann einem Jahr begonnen, im Sommersemester haben wir sehr, sehr viel auf die aufgezeichneten Vorlesungen von den Vorjahren oder teilweise, wenn die Vorlesungen nicht wieder aufgezeichnet wurden, auch auf Vorlesungen, die 3 oder 4 Jahre alt sind, zurückgegriffen. Was natürlich bei bestimmten Themen wie Innovation Management sehr interessant ist, wenn man sich eine Vorlesung vor 4 Jahren anguckt und erfährt, wie ja, die E-Mobilität am Kommen ist. Daher sind wir da bei uns an der Fakultät ein bisschen anderen Weg gegangen, aber auch, weil die entsprechenden Materialien sicherlich schon da waren. Genauso wie, wie Sie alle, haben wir auch als Moodle als Plattform oder ähnliche Plattformen verwendet, darüber die Lernmaterialien. Und es waren, glaube ich, das war das, was ich herauskristallisiert habe, die Professoren oder die Dozierenden, die gute Lehre gemacht haben, haben auch während Corona ihre Lehre verbessert und bessere Lehre gemacht. Die Dozierenden, die davor schon mittelmäßige oder unterdurchschnittliche Lehre hatten, deren Lehre ist nicht besser geworden. Und das hat es durchaus für Studierende teilweise ja, recht herausfordernd gemacht, sich den Lehrstoff zu vermitteln, komplett abgesehen von dem ganzen Thema studentisches Leben und dem Austausch zwischen den Studierenden, wo Studierende meiner Meinung nach teilweise sogar mehr mitnehmen als von der fachlichen Vermittlung. Vielen Dank. Also vielleicht mal Rückfrage. Also im Grunde haben Sie die Umstellung im Grunde im Sommersemester 2020 eigentlich sehr gut empfunden von Seiten der Lehrenden, was passiert ist, was angeboten worden ist. Es hat die Lehre nicht unbedingt schlechter, aber auch eben nicht besser gemacht, wenn man das so zusammenfassen darf. Genau. Bei uns hat sich relativ wenig geändert. Das Einzige war, dass es jetzt nicht mehr die Möglichkeit gab oder wenig die Möglichkeit gab, die Vorlesung in Präsenz zu sehen. Aber böse gesagt, für bestimmte Studierende hat sich gar nichts geändert. Also es war auch schon davor, dass man zum Studium nicht in die Universität kommen musste bei uns. Mhm. Vielen Dank. Dann sind wir eigentlich ja schon mittendrin im Thema, nämlich die Frage nach, was sich sozusagen durch Corona verändert hat, was vielleicht auch neue Herausforderungen waren. Vielleicht eben Marc Hüsch, eben eure Corona- oder Sonderbefragung zu Corona hat die ähnliche Ergebnisse hervorgegeben. Was genau habt ihr da untersucht und was für sozusagen Formate habt ihr untersucht? Ja, ich kann da gerne anknüpfen an den Punkten, die meine Vorredner da schon angebracht haben. Wir haben in unserer Befragung im vergangenen Sommersemester während des CAE-Hochschulrankings für Masterstudiengänge in den Wirtschaftswissenschaften, in der BWL, in der VWL, auch in den Wirtschaftsingenieurwesen und der Wirtschaftsinformatik konnten wir rund 6.700 Masterstudierende befragen, zusätzlich zu ihren Eindrücken, die sie während des Corona-Sommersemesters sammeln konnten. Wir haben da spezifische Eindrücke abgefragt. Einerseits haben wir einmal die Frage gestellt, wie war der Umgang der Hochschulen insgesamt mit der Corona-Pandemie? Da hat man gesehen, es sind doch sehr viele Studierende sehr zufrieden mit den Maßnahmen gewesen, die durchgeführt wurden. Knapp 50% haben diese Frage mit sehr gut bewertet, weitere 33% mit gut. Also man sieht, die überwiegende Mehrheit der Studierenden hat die Maßnahmen, die auch schon geschildert wurden, doch sehr positiv empfunden. Natürlich gibt es immer Abstriche, die gemacht werden. Das haben wir dann auch gesehen, als wir spezifisch gefragt haben nach der Studienorganisation und nach der digitalen Lehre. Also Sachen wie das Informationsmanagement oder die Erreichbarkeit von zentralen Ansprechpersonen, das hat alles sehr gut funktioniert. Da waren auch Zustimmungsraten von über 80% gut oder sehr gut. Wären so Aspekte, die Herr Schiffer auch genannt hat, eben schon die Möglichkeiten zur Interaktion, einerseits mit Lehrenden, aber auch insbesondere unter den Studierenden. Die hat natürlich gewissermaßen gelitten, weil sie eben nicht mehr so auf direktem Wege vor Ort, sondern über digitale Elemente erfolgen musste, die natürlich schon von den Hochschulen bereitgestellt wurden, auch in einem gewissen Maße. Aber ich denke, viele Studierende haben auch den Austausch
über eigene Kommunikationskanäle natürlich machen müssen. Und das ist digital vielleicht etwas schwieriger. Ja. Genauso haben wir gesehen, Fortsetzung des Studiums, Möglichkeiten zu Prüfungsleistungen, wenn sie überhaupt schon stattgefunden haben im Sommersemester, waren insgesamt recht positiv. Bei der digitalen Lehre gab es dann auch den Punkt, den Herr Schiffer schon angesprochen hat, dass das didaktische Konzept von Lehrenden etwas differenziert bewertet wurde, weil die Studierenden auch angemerkt haben, es gibt einige Dozenten und Dozierenden, die sich da schon sehr gut eingestellt haben auf die digitale Lehre, sehr innovative Formate verwenden. Das war schon ein großer Teil. Aber natürlich besteht bei einigen Lehrenden da auch noch Verbesserungsbedarf, sodass da Unterstützungsangebote auch in der mediendidaktischen Aufbereitung irgendwie notwendig sind. Ja. Aber insgesamt denke ich, die Wirtschaftswissenschaften, also ich habe persönlich selbst im Nebenfach auch Wirtschaftswissenschaften damals an der TU Dortmund studiert, kann aus eigener Erfahrung dann auch sagen, das ist natürlich schon so, dass viele Elemente auch damals schon digital verfügbar waren über Moodle-Plattformen oder andere Elemente, sodass hier die Umstellung vielleicht etwas einfacher erfolgen kann als in ja, praktischeren Fächern, wo viele Laborpraktika oder Exkursionen notwendig sind. Sollte ich nochmal dazu melden? Genau, da würde ich auch gerne einmal kurz anknüpfen, weil ich als Vizepräsident einer Universität natürlich sicherlich die Wirtschaftswissenschaften sehe, aber eben auch die Digitalisierung der Lehre in den anderen Fächern sehe. Und das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Also man muss sagen, da sind sozusagen die Wirtschaftswissenschaften durch ihre Anlage schon etwas begünstigt. Wenn ich in die Naturwissenschaften schaue, chemische Labore, physikalische Labore, biologische Labore, das lässt sich nicht digitalisieren. Da müssen die Leute hingehen. Und wenn wir jetzt quasi in das dritte Corona-Semester hintereinander laufen, dann haben die Leute schon, die Studierenden schon wirklich ein Problem mit ihrem Studium, weil sie diese praktischen Übungen nicht gut durchführen können, so wie sie es sonst gewohnt waren. Gleiches gilt für Sport, Medizin sicherlich auch. Also das sind Sachen, die muss man wirklich differenziert betrachten. Auf der anderen Seite haben wir auch Geisteswissenschaften, die jetzt nicht so wie Betriebswirtschaftslehre ein Studium sind mit sehr großen, mit sehr vielen Studierenden, wo wir immer schon sozusagen auch ein bisschen prozessual auf Effizienz geguckt haben. Wenn wir gucken in Geisteswissenschaften, Germanistik, Religion, Sprachen, Kulturwissenschaften, die sind es daran gewöhnt, in kleinen Gruppen sehr intensiv miteinander zu diskutieren. Und das ist auch etwas, was man über Videokonferenzen nicht lange durchhalten kann. Also auch die haben ein Problem damit, wie das Studium organisiert wird. Da ist Wirtschaftswissenschaften schon relativ eigen, bietet sich sehr gut an für Digitalisierung, ist auch das Fach, in dem wir am meisten Fortschritt gesehen haben. Aber es ist eben nicht ein Muster für eine gesamte Universität. Herr Eimann, vielleicht da noch nachgefragt, weil Sie ja sozusagen dann beide Perspektiven ja auch kennen. Sie haben gesagt eben, dass sozusagen die Wirtschaftswissenschaften eben wirklich von ihrer Herausforderung profitiert haben, eben ein sehr großer Studiengänge zu sein. Das heißt, man musste sich irgendwie anders organisieren und da kann eben die Digitalisierung helfen. Inwieweit ist da auch vielleicht eine gewisse, oder auf der anderen Seite auch vielleicht nochmal eine gewisse Affinität Richtung Digitalisierung, auch Digitalisierung als Inhalt, gehört das dazu auch dazu? Also dass eben vielleicht sich auch die Wirtschaftswissenschaft nochmal stärker mit der Digitalisierung, ich sag mal, als solche inhaltlich beschäftigen müssen oder eher weniger? Ich glaube, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Es ist völlig klar, in den Wirtschaftswissenschaften müssen wir auf eine veränderte Arbeitswelt gehen. Also die Studierenden, die heute 2021 anfangen zu studieren, die machen 2026 ihren Master. Hatten wir vorhin gerade Elektromobilität, künstliche Intelligenz, wer weiß, was da alles passiert in 5 Jahren. Die werden heute schon auf so eine Arbeitswelt ausgebildet. Und klar müssen die mehr Digitalisierung bekommen. Die müssen mehr Data Science bekommen, die müssen mehr künstliche Intelligenz bekommen. Insofern haben wir in Bereichen digitales Marketing, digitale Finance, Controlling ist etwas, was sehr stark mit Daten arbeitet. Also natürlich verändern sich diese Fächer alles. Aber die Lehrorganisation ist da ein anderes Thema. Also das ist eher die Variante, dass wir natürlich in den Wirtschaftswissenschaften schon immer Klausuren für 800 Leute organisieren mussten. Dass wir Klausureinsichten dann auch für 800 Leute organisieren mussten. Das ist etwas anderes als in der Germanistik, wo Sie für 10, 15 Leute mal eine Vollversammlung machen können. Also insofern ist, also es ist für die Wirtschaftswissenschaften insofern gut, weil man in der Vor-Corona-Zeit eben schon wirklich laufende Prozesse installiert hat, die auch effizient sein mussten, die man jetzt relativ einfach digitalisieren konnte. Deswegen bietet es sich sehr an.
Vielen Dank. Ja, ich schätze mal, Frau Borste, Sie können das aus Ihrer Studie ein bisschen bestätigen, was Herr Eimann gerade gesagt hat im Vergleich zu den anderen Fächern. Wirtschaftswissenschaften haben Sie jetzt selber nicht untersucht, die waren leider nicht im Sample dabei, aber können Sie vielleicht nochmal ergänzen zu Herrn Eimann auch noch was zu der, ja, zu den Herausforderungen der anderen Fächer? Ja, zum Fächerspektrum. Also das hat Herr Eimann schon ganz gut getroffen. Also auch in den Einzelfällen sieht man eben gerade Sprach- und Kulturwissenschaften. Also der Begriff der praxisorientierten oder praxisbezogenen Lehre bekommt je nach Fach nochmal eine andere Nuance. Da war es die diskursive Praxis in den Geisteswissenschaften beispielsweise, die fehlte und die nicht zu ersetzen ist. Und die Laborpraxis auf der anderen Seite, was wir jetzt so noch nicht hatten, aber Skills Lab in der, also in den Gesundheitsberufen beispielsweise, aber auch in der medizinischen Ausbildung, nochmal so eine Variante, wo auch viel passiert. Also da möchte ich gerade in den Naturwissenschaften wird auch zumindest mit teildigitalisierten Laborformaten ja auch gearbeitet und auch nicht erst seit Corona. Aber auch das hat natürlich nochmal einen Sprung gemacht und man kommt da aber schnell an die Grenzen. Also das, ne, wobei in den, also es waren 10 Interviews, 5 Fächergruppen und man konnte einen Konsens sehen, dass es überall Grenzen gibt, die einfach nur anders begründet wurden. Und spannend fand ich daran und deshalb finde ich diese Fachbereichs- und Fakultätsebene so spannend, dass wir damit wirklich in den fachlichen Besonderheiten, die Digitalisierung da bewältigen muss, ne, oder der sie begegnen muss, drinstecken. Und so, Frau Budde, wie Sie das anfangs gesagt haben, normalerweise endet die Strategieberatung an den fachspezifischen Fakultäts Grenzen. Und ich glaube, da ja, wird es jetzt spannend. Und ich kann mich noch an einen Kommentar aus einem Interview erinnern, wo das eine sozialwissenschaftliche Fakultät war mit auch einer wirtschaftswissenschaftlichen Richtung, wo dann nur so ein Kommentar war, ja, die seien relativ pragmatisch dann damit umgegangen. Also da wurde auf jeden Fall die Hürde und das, was also in die Interviews sind zum Teil auch geprägt von, oder sind alle geprägt von diesem ersten Moment, auf den ich zurückgeblickt habe mit den Interviewten, wo es erstmal um den großen Schock, die Unsicherheiten und so weiter ging. Und das auch bei Fakultäten, die eigentlich schon Vorerfahrung hatten, punktuell. Also da vielleicht nochmal zu dem, was Sie gesagt haben, was wir jetzt von der RWTH gehört haben, auch im Gegensatz zur Uni Bayreuth, dass es wichtig war, bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben, dass das die Wirtschaftswissenschaften da vielleicht auch gut aufgestellt waren. Ich konnte da sehen, dass es trotzdem für alle einen großen Sprung, also ein großer Sprung war, weil sogar bei der Technik, also ich hatte eine Hochschule im Sample, die schon Online-Studiengänge vorher auch angeboten hat, aber natürlich nur im kleinen Maße. Und das jetzt eben für die gesamte Hochschule anzubieten, auch da reichte die Infrastruktur nicht. Also alle mussten einen relativ großen Sprung machen. Und gleichzeitig sieht man dann, wenn es um die Pläne fürs Wintersemester, also die Interviews habe ich im September, eins noch Anfang Oktober geführt, bei den Plänen fürs Wintersemester waren dann alle, das waren Studiendekane, Dekaninnen, Dekane dabei, waren alle gut aufgestellt für das, was wir damals ja noch erwartet haben, für das hybride Wintersemester. Also mit ausgefeilten Konzepten. Also von daher denke ich mir auch, es hat sich ein bisschen was nivelliert, aber wir kommen nicht über die Grenzen von praxisbezogener Lehre so ganz hinweg. Also von daher eine große Bestätigung und gerne kann ich auch noch Einzelheiten zu bestimmten Fachrichtungen noch ergänzen, wenn Bedarf ist. Genau, vielleicht kommen ja auch noch dazu Fragen im Chat. Herr Schiffer, Sie hatten sich auch noch mal gemeldet auf den Wortbeitrag von Herrn Eimann. Genau, ich wollte mich nochmal auf den Wortbeitrag von Ihnen, Professor Eimann, referenzieren, wo Sie gesagt hatten, dass es bei der BWL oder bei den Wirtschaftswissenschaften insgesamt besonders leicht ist zur Digitalisierung. Ich gebe Ihnen da auf dem Papier recht, ich gebe Ihnen aber auch nicht zu 100% recht, weil wie jeder Studiengang haben auch die Wirtschaftswissenschaften einen Anteil, der extrem schwer zu digitalisieren ist. Es ist zwar nicht wie in einer Medizin das Praktikum, aber es ist ganz viel das Thema A, Menschenkenntnis, weil Betriebswirtschaftslehre impliziert nicht nur, dass ich die Zahlen von einem Betrieb kenne, sondern vor allem auch die Personen, die dahinter stehen und verstehe, was die Personen in diesem Betrieb machen.
Und wenn wir Betriebswirtschafts- oder Wirtschaftswissenschaften weiterfassen, bei VWL ist es das Gleiche, nur im größeren Rahmen. Und ganz viel dieses Thema Menschenkenntnis, Soft Skills und Ähnliches. Und auch das Netzwerk, was ich während meinem Studium aufbauen sollte, als vor allem als Betriebswirtschaftsstudierender. Das trifft natürlich auch auf die anderen zu. Und dieser ganze Bereich ist extrem schwer zu digitalisieren und ist auch meiner Meinung nach extrem stark heruntergefallen in dem letzten Jahr. Das ist ein Bereich, der kann nicht in Noten und Credits erfasst werden. Das ist mir vollkommen klar. Gehört aber für mich genauso zum Studium dazu. Und dieser Bereich wurde in dem kompletten letzten Jahr eigentlich kaum beachtet und ist, glaube ich, durchaus ein signifikanter Teil der Ausbildung, der ja auf gut Deutsch flöten gegangen ist. Herr Littmate, Sie können mich da gerne auch aus Ihrer Sicht als ja, Studiendekan challengen. Genau, Dekan, aber man ist automatisch als Dekan auch ein bisschen Studiendekan, wobei wir auch einen sehr guten Studiendekan haben. Also natürlich haben Sie recht, man kann das Thema Interaktion wird deutlich geschwächt, aber ich möchte auch dazu sagen, wir haben von Anfang an, also ich vielleicht so ein bisschen auch, wir haben gesagt, das Semester startete bei uns in Nordrhein-Westfalen am 6. April und wir haben auch am 6. April gestartet. Das heißt, dass am Anfang steht erstmal die Kommunikation. Und die zweite auch Leitlinie, die wir hatten, ist, wir lagern jetzt nicht alles auf Video aus, sondern wir machen Veranstaltungen, in denen wir auch weiterhin interagieren. Wir hatten das Glück, unsere Unileitung hat schon im März festgelegt, dass wir per Zoom unterrichten. Das ist wichtig, weil manche Universitäten haben sich dort noch mit Datenschutzbeauftragten rumgeschlagen und wir hatten alle eine Lizenz von Anfang an. So, das heißt, eigentlich hatte kein Dozent eine Ausrede auf diese Interaktion, wenn es auch über Zoom war, zu verzichten. Und wir können sogar sagen, dass wir sogar auch Interaktionsgewinne in Zoom-Veranstaltungen haben. Denn wir können auch sagen, wir hatten teilweise nie so viele Fragen in Veranstaltungen und Beiträge über den Chat. Man kann das organisieren. Ich sage mal so, natürlich fällt dieses Thema, dass ich sozusagen ja, die Körpersprache und alles genau beobachten kann, auch weil viele Studierende auch die Kamera ausstellen, das fällt ein Stück weit weg. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, solange das jetzt immer ein bisschen, wir hoffen ja alle, dass es jetzt auf dieses eine Jahr beschränkt bleibt, vielleicht im Sommersemester noch, glaube ich, auch ein wichtiges Ausbildungselement, denn wir alle werden uns zunehmend in digitalen Welten auch unabhängig von Corona bewegen und da spielt soziale Interaktion auch eine Rolle. Ich will sagen, das stimmt, was Sie sagen, ne? Und wir vermissen das auch. Ich vermisse auch sozusagen im Hörsaal, ich gehe immer sehr gerne durch die Reihen und das ist auch toll, das macht Spaß, möchte ich dazu sagen, aber es ist halt eine andere Art von Interaktion und die erfordert natürlich auch ein Lernen. Ich möchte übrigens mal eins sagen, weil ja einmal das eben so bescheiden gesagt hat, ich kenne ja die Uni Bayreuth ein bisschen, das ist eine der eine der Universitäten, die mit das am meisten engagiert in der Lehre ist. So habe ich die Universität wahrgenommen. Und Sie wissen auch, viele Ihrer Studierenden kommen genau, weil sie so hervorragend lehren. Das wollte ich einfach nur noch mal als Ergänzung sagen. Und Herr Eimann weiß auch, dass das stimmt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht noch mal sagt. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Also es ist jetzt ein ganz toller Lehransatz an der Uni Bayreuth. Also vielen Dank. Also wir wissen schon, auch die Wirtschaftswissenschaften kommen nicht ohne Interaktion, ohne Präsenz sozusagen aus, aber wir arbeiten ja auch weit mehr und mehr an Möglichkeiten, eben auch Interaktion in den digitalen Raum zu verlagern. Frau Bosse, Sie hatten sich auch noch mal kurz gemeldet. Ja, ich wollte auf Herrn Schiffer reagieren, weil er genau das Beispiel lieferte, das, was ich eben versucht habe, auch schon zu sagen, dass bei den so unterschiedlich diese Fächer und Fachkulturen waren und so zum Teil eben auch zwei Informatik-Fakultäten oder informatiklastige Fakultäten, wo man das erwarten würde, dass da Digitalisierung nicht so eine große Hürde darstellt, dass auch da gesagt wurde, wir vermissen die Interaktion oder es gibt Lehrbereiche, wo wir darauf angewiesen sind. Und ich glaube, das ist auch jetzt wieder nochmal in Hinblick Strategieberatung oder überhaupt Digitalisierung, Lehre, Fakultäten, Fachbereiche, dass das zu identifizieren
also jetzt, glaube ich, so eine Aufgabe ist, wo die, was auch an den Fachbereichen und Fakultäten schon läuft. Also dass dieses Besinnen auf was fehlt uns hier, auch an Lehrinhalten und Kompetenzvermittlung, was an die Grenzen stößt. Also ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Chance. Und da auch die, vielleicht nochmal was ich beobachtet habe in den Interviews oder was auch berichtet wurde von den Fakultätsleitungen, dieses, dieser Fokus auf Lehre, weil sie plötzlich so eine Hürde war und weil sich alle drum kümmern mussten. Das kennen wir auch aus den anderen Studien, dass das Engagement der Lehrenden so besonders hervorgehoben wird. Ich würde aber auch noch mal sagen, genau, aber auch die Dekanate waren da sehr wichtig, weil die, also für mich ist das als Hochschulforscherin oder in der Hochschulberatung Tätige ganz spannend, weil das die Einheit ist, die Schnittstelle bildet. Und einmal in Richtung Hochschulleitung und was da jetzt stattgefunden hat, auch an Austausch zwischen den Fakultäten und Fachbereichen, muss spannend gewesen sein. Also das hört man in den Interviews, wo sich eben auch das, die vielleicht manchmal auch ein bisschen für sich existierenden Fakultäten jetzt auch auseinandersetzen mussten, um nämlich nach dem ersten Freiraum zum Ausprobieren digitaler Lehre dann zu Leitlinien zu kommen. Also wir haben einmal diese hochschulweite, diesen Austausch da und gleichzeitig fand ich es sehr spannend, in den Interviews zu sehen, was sich die Fakultäten alle zur Aufgabe gemacht haben. Denn was wir eben vom CHE-Ranking gehört haben, ist ja so generell die Krisengeschichte oder Krisenbilanz, die sehr positiv ausfällt. Und ich fand dann spannend die Frage, ja, wer hat es denn gemacht? Natürlich waren es die Lehrenden auch, ne, in den konkreten Lehrveranstaltungen. Aber was auf der Fakultätsebene und Fachbereichsebene dahinter stand, an Anlaufstelle erstmal für sämtliche Fragen, also Leitlinien bekommen, die wieder verteilen, für Transparenz und Informationen sorgen und zum Teil eben Entwicklungen, wo die Hochschulleitung noch gar nicht entschieden hatte, aber sich die Fakultätsleitung doch schon mal an die Studierenden gewandt hat. Also auch die Verantwortung für das, was da passiert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stelle und Einsicht da, zu der man da kommen muss. Und der Prozess ist jetzt gerade so spannend. Das, glaube ich, das Erste war zu sehen, es ist machbar, die Online-Lehre in irgendeiner Form anzubieten, aber was jetzt kommt, wird spannender. Und ich hoffe, dass nicht ganz so hybride Wintersemester hat da nicht zu viel Elan genommen, aber wenn ich sehe, welche Strategieüberlegungen in den Interviews zum Ausdruck kommen, bin ich da eigentlich guter Hoffnung, dass da sehr viel schon auch sehr Fachspezifisches eben angedacht ist. Mhm, sehr elegant zum nächsten Thema rüber. Genau. Genau, also dann auch Herr Liedmaate, wie haben Sie sich denn im Sommersemester sozusagen als Krisenmanager wahrgenommen? Was war Ihre Aufgabe? Was haben Sie gemacht, um Ihre Fakultät zu unterstützen oder Ihre Lehrenden auch zu unterstützen? Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir hatten direkt am Anfang, hatten wir gesagt, dass wir sind. Also das allererste ist erstmal, glaube ich, Richtung Studierenden und Lehrenden eine klare Kommunikation. Das ist eigentlich in einer solchen Situation, wo ja doch viel Nervosität da ist, das Allerwichtigste. Das haben wir jetzt auch bei unserer Klausurenphase, frühzeitige Kommunikation und vielleicht auch nochmal vor der Ministerpräsidentenkonferenz zu kommunizieren. Das haben wir gemacht, weil da die politischen Vorgaben doch häufig sehr spät kommen. Also das muss man erstmal sagen. Also wir haben ganz klar gesagt, wir verschieben das Sommersemester nicht. Wir arbeiten mit Zoom. Jeder bekommt eine Lizenz. Und was wir dann gemacht haben, ist natürlich engen Austausch mit der Universitätsleitung. Muss ich auch sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Hier Herr Krieg als unser Prorektor, der natürlich auch schon seit langen Jahren dabei ist, aber auch wirklich ein großes Herz für die Lehre hat. Und dann haben wir zwei Dinge gemacht, die auch wichtig sind. Wir haben schon direkt Anfang Mai, das Semester war dann ungefähr 4 Wochen alt, alle Studierenden befragt, unserer Fakultät, um zu gucken, wo drückt der Schuh. Und das war erstmal gut. Also hat man natürlich, weil wir auch gut gestartet sind, das Ergebnis, dass unsere Studierenden die Anstrengung sehr positiv wahrgenommen haben. Aber wir haben auch sogar gefragt, welche Veranstaltungen besonders gut und besonders schlecht abschneiden, um auch nachschärfen zu können. Und dann haben wir auch mit den Leuten gesprochen, wo es eben noch nicht so funktioniert. Das passiert halt auch in so einer Sache.
Und dann haben wir eine weitere Befragung gemacht. Da haben wir alle unsere Beschäftigten befragt. Man muss immer sagen, dass, also am wenigsten Mitleid müssen Sie immer, glaube ich, mit den Rektoren, Prorektoren und Dekanen haben, aber es müssen auch welche die Arbeit machen. Das ist das Studienmanagement und so weiter. Und man erzeugt schnell Belastungssituationen, die auch zu Überbelastungssituationen kommen, führen können. Und um denen vorzubeugen, haben wir das ebenso gemacht. Wobei klar ist, am meisten belastet waren diejenigen, die kleine Kinder zu Hause hatten mit prekärer Betreuungssituation. Das muss man auch sagen. Da kommen dann plötzlich solche Themen auf den Tisch, mit denen man normalerweise als Dekan oder Rektor relativ wenig zu tun hat, außer natürlich, dass man einen Uni-Kindergarten hat. Also das war schon sehr spannend, aber am Ende des Tages ist es natürlich ein gutes Teamplay. Und das, ich glaube, das gilt immer in so einer Krisensituation, wenn man vorher kein gutes Teamplay hat, wird es auch schwierig, das in so einer Situation zu realisieren. Aber insofern gab es auch sehr, sehr viele positive Aspekte. Und am Ende des Tages muss ich sagen, wir leiden alle auf einem hohen Niveau, das muss man sagen. Keiner verliert den Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, ich würde es auch gar nicht so hochhängen. Es gibt sicherlich Berufsgruppen, die ganz anders getroffen waren. Aber es war sicherlich an manchen Stellen auch herausfordernd. Das gebe ich dann auch zu. Herr Eilmann, Sie haben schon eben so genickt in Richtung Teamplay. Ja, wie war denn Ihnen auch aus der Sicht sozusagen des CIOs das Teamplay mit den Dekanaten bei Ihnen in Bayreuth? Das Teamplay mit den Dekanaten hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, weil, wie Herr Lettenmarte schon sagte, also auf der Ebene sind wir, wenn man so will, auch gewöhnt, dass irgendwie alle Probleme zu uns hochgespült werden und dass sie dann gelöst werden müssen. Das heißt, so eine Frage wie, kaufen wir jetzt eine Zoom-Lizenz für den Campus oder nicht? Das sind so Sachen, das kann man irgendwie länger diskutieren, aber irgendwie nach anderthalb Stunden oder so höchstens netto Zeit in drei Hochschulleitungssitzungen hintereinander ist klar, wir müssen jetzt eine Zoom-Lizenz kaufen für Campus. Und dann gibt es auch gleich eine, halt, die alles erschlägt und die zum Beispiel auch für alle Studierenden eine Zoom-Lizenz bringt. Ne? Also das sind bei uns quasi 15.000 Leute, Studierende und Mitarbeiter zusammen. Natürlich, weil die Idee ist, Studierende müssen ja auch Arbeitsgruppen bilden. Das heißt, auch Studierende müssen selber Konferenzen einberufen können. Also brauche ich halt was Größeres. Und in so einer Notsituation geht es dann auch nicht um, dass man irgendwie um den letzten Euro feilscht. Wir haben dann relativ schnell zum Beispiel hier in Bayern, haben wir eine, wenn man so will, eine Selbsthilfegruppe gegründet, der digital lehreraffinen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Also wir haben quasi einen Kreis Vizepräsidentinnen Lehre, einen Kreis Vizepräsidentin Digitalisierung. Die haben wir zusammengeführt. Es gibt hier in Bayern das sogenannte BayWIS, das Bayerische Wissenschaftsforum. Wir haben also sogar hochschularten-übergreifend zusammengearbeitet, HAWs und Universitäten zusammen und gegenseitig unsere Erfahrungen ausgetauscht. Und das ist für die Universitäten insofern vorteilhaft, weil die FHs oder HAWs sind ja einen Monat vorher dran. Die haben quasi die Erfahrung mit dem Start des Semesters schon einen Monat früher gemacht. Und diese Erfahrung konnten wir dann einfließen lassen. Und das hat uns unglaublich weitergeholfen. Also da sind viele Sachen passiert, wie man eben mit Zoom umgeht, dass eben Jitsi und Bibloplatten unter Datenschutzgesichtspunkten eine tolle Sache ist. Aber für Vorlesungen mit 1.000 Leuten brauche ich irgendwie ein System, was hält. Und dann muss ich eben in den Kampf gehen mit dem Datenschutzbeauftragten. Es hilft dann an der Stelle nicht. Und vielleicht für interne Besprechungen ein anderes Tool suchen. Und das sind Besprechungen, das sind Prozesse, die liefen halt Anfang 2020, also März, April, in extrem hoher Geschwindigkeit nebeneinander und haben halt dazu geführt, dass es am Ende trotzdem funktioniert hat. Vielleicht auch nochmal als Rückfrage. Ich weiß, Sie haben sozusagen ein ganz besonderes Teamplay zu einem Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich das Thema der Prüfung, auch eben mit den Wirtschaftswissenschaften, dem Studiendekan der Wirtschaftswissenschaften gehabt. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen, also wie Sie das Thema pilotiert haben an den Wirtschaftswissenschaften? Wir hatten vorher halt noch tatsächlich keine Erfahrung gemacht mit Online-Klausuren. Das ist an der TU München anders gewesen. Die hatten schon ein bisschen Erfahrung, also hatten wenigstens schon mal ein Jahr Vorlauf. Also so viel war es auch noch nicht, aber ein Jahr Vorlauf hatten die schon. Und an der RWTH hatten sie, glaube ich, auch ein bisschen Vorgriff schon gehabt. Wir sind quasi wirklich von null auf jetzt auch mal eine Online-Klausur geschoben worden.
Und das musste auch relativ schnell gehen, denn man muss sich natürlich überlegen, so ein Sommersemester beginnt in vielen Fällen mit einer Klausurphase. Das sind Eingangsklausuren, das sind Nachholklausuren aus dem Wintersemester, das sind Klausuren, die irgendwie verschoben worden sind. Und in dem Moment, wo klar ist, da geht Präsenz nicht, weil es einfach so viele Leute sind, müssen Sie gucken, quasi auf dem Markt, was gibt es denn so und welche Möglichkeiten gibt es? Und natürlich kommen Sie zu sehr viel, Sie kommen zu Take-Home-Exams, Sie kommen zu Open-Book-Klausuren, Sie kommen zu Präsenzklausuren in Turnhallen, Sporthallen, wo auch immer. Da gibt es auf einmal ganz viel, was da organisiert werden muss. Das ist vielleicht sogar auch wieder der Vorteil von einer Universität. Da kann man dann auch mal eine Fakultät und einen Fachbereich einfach mal loslaufen lassen. Da kann man sagen, es müssen jetzt nicht alle sofort auf Online-Klausuren Viceflow umsteigen, sondern das könnt ihr mal für euch ausprobieren, wie das geht. Und dann ist es vielleicht eher die Aufgabe der Hochschulleitung, nach so einem Sommersemester alles wieder zusammenzufassen und mal zu gucken, welche Erfahrungen haben die einzelnen Fakultäten mit ihren Dingen gewonnen und dann zu gucken, was lernen wir daraus fürs Wintersemester und was können wir jetzt in der gesamten Universität ausrollen. Genau. Herr Schiffer, Sie hatten noch mal, wollten noch gerne was dazu kommentieren. Genau, weil gerade die TU München als Vorbild in der Richtung angeführt wurde mit Online-Klausuren. Ja, es stimmt irgendwo, dass wir eine der Universitäten waren, die sehr, sehr früh, also ein Jahr schon im Vorhinein, auch solche Probeläufe wie auch mit Proctored, also automatisch überwachten Klausuren gemacht hat, auch wenn das auch noch in keinster Weise in großen Kohorten ausprobiert wurde. Also wir sprechen gerade von Versuchen mit 20, 30 Personen, was auch, ich glaube, so war es auch in jeder Universität und auch an jeder Hochschule, ein großes Experiment war, wie diese Prüfungen abgebildet werden können. Und ich glaube, es war auch für viele, vor allem aus der Administration, war es nicht mal unbedingt sicher, ob man überhaupt alle Prüfungen irgendwie abbilden kann. Und ich glaube, das war auch ein bisschen auch in die Richtung, wie haben wir es Studierende oder aus der Studierendenvertretung empfangen. Es war auf gut Deutsch ein Riesenexperiment die letzten zwei Semester, vor allem das Sommersemester, wo keiner von uns wusste, wo das Ganze endet und ob das Ganze klappt. Und ich glaube, es hat nicht perfekt geklappt, aber es hat sehr, sehr gut oder es hat relativ gut geklappt und vor allen Dingen besser, als es jeder davor gedacht hätte. Auch wenn wir Studierenden, und ja, ich bin jetzt hier als Rolle als Studierender und deswegen auch, falls jemand von der TU München zuhört, es tut mir leid, dass ich dauernd gegen die TU München schieße. Es ist leider meine Universität, da kenne ich mich am besten aus. Auch ein großer Dank an alle, die daran beteiligt waren, weil es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Leistung gewesen. Und ja, es hat auch halbwegs gut geklappt und besser, als es, glaube ich, jeder erwartet hätte. Mhm. Marc, habt ihr in eurer Befragung auch das Thema Prüfungen angeschnitten? Was haben die Studierenden bei euch gesagt? Also dazu würde ich auch ganz gerne noch etwas beitragen. Wir haben ja unsere Befragung im Zeitraum von April bis August durchgeführt. Das heißt, ein Großteil der Studierenden hat in dem Zeitraum wahrscheinlich noch keine richtigen Erfahrungen mit der Ablegung von Prüfungsleistungen gemacht. Es war allerdings so, dass die Studierenden in den Kommentarfeldern da ihre Meinung auch zu abgegeben haben. Und da haben wir schon festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt, wo die Befragung lief, das war dann so Mai, Juni hauptsächlich, da ein Großteil der Studierenden noch sehr, ja, sage ich mal, sich sehr gefragt hat, wie das Ganze ablaufen wird. Also da waren die Bedenken schon sehr groß von den Studierenden und es war auch so, dass ja im März, April an einigen Hochschulen doch Klausuren ausfallen mussten, weil das Coronavirus ja auch gerade irgendwie erst neu war und dann hat man sich auch noch nicht getraut, Sachen in Präsenz abzuhalten, sodass dann an vielen Hochschulen, an einigen Hochschulen zumindest, dann im Sommersemester die Klausuren aus dem Wintersemester noch wieder in die Prüfungsphase oder in die Vorlesungsphase gelegt wurden, was dann vielleicht auch zu größerem Stress geführt hat. Jetzt haben wir in der aktuellen Befragungsrunde fürs CAE-Ranking 2021 auch im Wintersemester wieder Studierenden befragt, jetzt nicht in den Wirtschaftswissenschaften, aber in anderen Fächern. Und da war dann das Bild doch schon sehr positiv von den Antworten der Studierenden, sodass sich das auch wieder bestätigt, was sie gesagt haben.
Es war am Anfang fraglich, aber durch die gute Arbeit, durch die gute Vorbereitung, auch gut durch die vielen Möglichkeiten, auch im digitalen Bereich, haben sich doch zumindest die Möglichkeiten ergeben, dass das Studium dann fortgesetzt werden kann und auch die Prüfungen abgelegt werden konnten. Genau, das kann ich von den Zahlen her auch bestätigen. Also wir haben gemerkt, dass im letzten Sommersemester etwa, wir bieten zeitgleich Präsenzprüfung und Onlineprüfung an. Also die werden wirklich gleichzeitig geschrieben. Und die Studierenden können sich bis eine Woche vor der Prüfung überlegen, welche Art von Prüfung sie schreiben wollen. Und das Interessante war eben tatsächlich, im letzten Sommersemester hat ein Drittel der Studierenden gesagt, ich probiere das mal mit der Online-Prüfung. Und zwei Drittel haben gesagt, ich bleibe bei der Präsenzprüfung. Das ist etwas, was ich kenne, was ich kann. Und ich schreibe lieber in Präsenz. Das hat sich jetzt total umgedreht. Also jetzt am Ende des Wintersemesters haben wir auf einmal zwei Drittel der Studierenden wollen in die Online-Prüfung gehen und ein Drittel in die gleichzeitig angebotene Präsenzprüfung. Das mag jetzt auch ein bisschen daran liegen, dass in der Gegend rund um Bayreuth gerade die Inzidenzwerte noch besonders hoch sind. Aber es ist tatsächlich auch so. Also die Studierenden geben als Grund an, warum sie in die Online-Prüfung gehen, ist tatsächlich Angst vor Ansteckung in der Präsenzprüfung. Das ist ein Grund, das nicht zu machen. Und ein ganz pragmatischer Grund ist, ich bin gar nicht in Bayreuth. Ich bin gar nicht am Studienort, sondern ich habe gerade mein Semester in Hamburg, in Frankfurt, in Köln, wo immer meine Eltern sind, das ist der Ort, von dem ich aus meinem Semester durchführe. Ich muss ja nicht zur Klausur unbedingt auch noch an den Studienort anreisen. Also wenn schon digitale Semester in der Lehre, dann auch konsequent digitale Prüfung am Ende. Mhm. Frau Boste, vielleicht auch nochmal aus Ihrer Perspektive. Das Thema Prüfung kam ja sozusagen auch durch alle Interviewbeispiele immer wieder zutage. Ist das so ein typisches Thema, wo auch die Fachbereiche stärker strategisch planen mussten? Oder wie haben Sie darauf reagiert, auf diese Fragestellung der Prüfung? Also Prüfungen waren in den, ich glaube, bei den Strategien doch punktuell ein Thema, und zwar Prüfungsformate im Sinne, also dass man doch jetzt die Prüfungen, die vielleicht, also Prüfungsformate, die man so übernimmt, einfach digital übersetzt, sondern da auch nochmal überlegen muss, was passt. Und gerade Fachbereiche, die eigentlich schon recht weit waren, also jetzt Hintergrund Informatik, waren diejenigen, die sich gleich, also jetzt in den Beispielen, gleich gegen überwachte Online-Prüfungen entschieden haben, sondern lieber geguckt haben, was können sie eigentlich semesterbegleitend an Prüfungsleistungen einsammeln, und haben da also nochmal umgedacht. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ich weiß nicht, wie weit es für große BWL-Veranstaltungen jetzt so machbar ist, aber vielleicht auch da wieder, dass auch da eine Chance besteht oder schon eine Auseinandersetzung eben stattfindet. Was sind das überhaupt für Prüfungen? Müssen wir die jetzt eins zu eins umsetzen und da doch auch, also auf der Fakultätsleitungsebene ein großes Interesse dran, danach Prüfungen und Kompetenzüberprüfungen eher zu denken, die nicht im traditionellen Klausurformat laufen müssen. Also das sehe ich da. Und genau, das da wird auch in den Interviews, also was schon erprobt war, das war jetzt eher der Ausblick, in den Interviews berichtet, dass auch da wieder großer Freiraum war und Experimentierraum, sodass dieses Zusammenführen von Erfahrungen, was ja einmal, glaube ich, auch schon auf Hochschul-, Fakultätsebene, dass das auch, glaube ich, lohnenswert ist, das jetzt in den Fachbereichen und Fakultäten zu machen, sofern es nicht sowieso schon läuft. Denn auch da sind, glaube ich, es bedeutet ja nicht, dass jetzt aus dieser Ad-Hoc-Lehre Erfahrungen da sind, wo man direkt sagen kann, jetzt setzen wir es um. Aber ich glaube, was man jetzt sehen kann, ist, was ist mehr oder weniger vielversprechend oder wo müssen wir die Arbeit reinstecken? Also das wäre so meine Hoffnung, dass so die Entwicklungsrichtungen klarer geworden sind und das eben auch gerade bei Prüfungen, die vielleicht immer noch so ein Wunderpunkt sind, allein auch wegen der ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, die dazu gehören. Was sind so weitere strategische Themen, mit denen sich die Fachbereiche, die Sie interviewt haben, in Zukunft auseinandersetzen wollen? Also was sind Ideen, Gedanken, die durch die Corona-Pandemie gekommen sind?
Also sehr, sehr fachspezifisch. Also da gibt es Fälle, die sowieso schon an einem Punkt waren, auch schon vor Corona, sich über Lehrprofil der Fakultät Gedanken zu machen, wo das jetzt in den, was Herr Leitmarte meinte, die Befragungen, die an den Hochschulen hier stattgefunden haben, wo das noch, also sogar schon bei den ersten Zufriedenheitserhebungen schon ein Thema war, wie stellen Sie sich digitale Lehre oder unseren Fachbereich in dem Zusammenhang vor. Also schon erste so ja, Leitbild-Lehrprofil-Gedanken bis hin zu, wir als Fakultät brauchen eine eigene Digitalisierungsstrategie, also ganz im Sinne der neuen HFD-Beratung und das von einer eher, also in dem Sample ja sehr herausragenden Medizinfakultät, die auch da eben ihre Grenzen erkannt hat, auch wenn sie vielleicht in der Hochschullandschaft oder an ihrer Hochschule als Fakultät eher beneidet wird für eine bessere Ausstattung. Dann vielleicht nochmal so ein Punkt. Ich glaube, Internationalisierung, die ja im ersten Moment jetzt Sprach- und Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, im ersten Moment denkt man aufgrund der mangelnden Studierenden oder eingeschränkten Studierendenmobilität, ist das ein Thema, was sehr leidet. Aber da auch haben nicht, also auch unterschiedliche, auch die Informatik hat im Hinblick auf Kooperation mit bestimmten Studiengängen im Ausland ganz neue Ideen entdeckt oder ist da auf dem Weg. Und gerade in den Kultur-, Geistes- und Sprachwissenschaften ist das, glaube ich, da Lehrkooperation aufzubauen, jetzt ein Thema, an dem viele auch schon dran sind. Dann noch Stichwort, um nochmal von ja, andere Fächerspektren, dass auch die kleinen Fächer, die ja anfangs auch schon mal kurz Thema waren, noch Möglichkeiten sehen, ihr Angebot zu erweitern, eben durch Lehrkooperation, nicht nur internationaler Art, sondern im Rahmen von Hochschulverbünden oder durch auch Fachgesellschaften. Das wäre eigentlich auch noch eine Frage, die ich an unsere Experten hätte. Inwieweit denn, also Sie haben jetzt schon von dem bayernweiten Austausch auch berichtet und der Vizepräsidenten und wie sieht es denn aus mit Fachgesellschaften? Weil das, was also wir hatten vor der Fakultätsstudie, hatte HSHE eine eigene Hochschulleitungsbefragung durchgeführt, wo sich dieses nach außen wenden noch nicht, das war im Juli, noch nicht besonders präsent schien. Und da wäre jetzt auch auf der Fakultätsebene gerade meine Frage, welche Rolle spielen die? Jetzt lenke ich weg, Frau Budde, ich hoffe, das ist okay. Sehr gerne. Thema, aber auch vielleicht für strategische Entwicklungsthemen auch nochmal ein Hintergrund. Ja, also wir haben, man kann sagen, es gibt verschiedene, also das haben wir natürlich gemacht, das ist ja klar. Man muss in so einer Situation, wenn sich was viel verändert, da muss man die Ohren aufsperren und gucken, wie machen das eigentlich andere. Und dann ist es immer noch besser, von den Klügsten zu kopieren, als irgendwas neu zu erfinden, was man irgendwie glaubt, schlau wäre und was sich dann irgendwie doch nur als halbschlau herausstellt, weil es andere irgendwie besser machen. Also es gibt natürlich schon diverse Verbände, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre, VHB und andere Dinge, die sich da durchaus auch geäußert haben. Wir selber haben sind ja auch international mit unserem Akkreditierung unterwegs. Wir hatten auch, kann man jetzt sagen, das kann man am Anfang als Belastung empfinden, das große Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt durch den AACSB-Akkreditierungsprozess gelaufen sind. Ich selbst bin auch Mitglied eines Innovation Committees dieser Akkreditierungsorganisation und da haben wir das auch weltweit sogar mit Dekanen anderer Fakultäten diskutiert. Und ich möchte vielleicht einfach nur zwei Dinge dazu sagen. Das war insofern ganz interessant. Erstens, wir sind in Deutschland schon ehrlich gesagt ganz gut unterwegs. Also wir können, glaube ich, stolz sein, wir machen uns manchmal kleiner, als wir sind. Die Art und Weise, wie wir das gehandelt haben, das war, glaube ich, schon auf einem ganz guten Niveau. Ja, natürlich gibt es auch hier und da Dinge, die man verbessern kann und man soll auch weiter daran arbeiten. Aber das ist das eine. Und das andere ist, wir haben dann unsere AACSB-Akkreditierung durchlaufen und da wird im Grunde so eine ganze Fakultät bis aufs Mark durchleuchtet, auch unter dem Thema die Corona-Pandemie, da musste sogar ein eigenes Kapitel zu schreiben und so weiter. Und das war sehr intensiv über mehrere Tage. Digitale Begutachtung geht auch alles. Und da muss man sagen, wir haben ein hervorragendes Zeugnis von den Gutachtern bekommen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit exemplarisch auch für andere Universitäten. Also wir glauben jetzt nicht, dass wir da herausstechen. Und das ist auch nochmal wichtig, diesen Austausch auch international zu befeuern und
wir sind in Deutschland, weil wir natürlich auch teilweise diese großen Kohorten haben, muss man sagen, das ist teilweise international. Wir haben, Sie haben eben gesagt, wir haben Klausuren mit über 1000 Personen. Gibt es übrigens auch in Bayreuth, weiß ich. Ich habe selber mal eine Veranstaltung mit 800 Studierenden dort gehalten. Und insofern muss ich sagen, können wir auch ein Stück weit, glaube ich, wir sollen uns nicht auf die Schulter klopfen, aber wir können auch ein Stück weit sagen, wir haben auch manche Sachen gut gemacht. Eimann, haben Sie da noch was zu? Ja, also was ich tatsächlich faszinierend fand eigentlich war, dass der Grad der Kooperation doch noch relativ gering war. Ich hätte mir gedacht, dass da mehr passiert. Aber da war quasi ein bisschen die Wahrnehmung, jetzt kommen wir alle ins Corona-Semester und auf einmal wird alles gestreamt und Video und es macht unglaublich Aufwand, ein richtig gutes Lehrvideo aufzunehmen. Jetzt könnte man sich überlegen, halt, man ist vielleicht zu 10 Universitäten in einem Bundesland. Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaftler gibt es überall, hat wahrscheinlich auch relativ Ähnliches. Da könnte doch jetzt jeder quasi eine Veranstaltung aufnehmen, so einen Teil, und dann bringt man die nachher zusammen. Das ist gar nicht passiert. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil ich dachte, jetzt sind wir auch mal so ein bisschen Video und digital und so weiter. Ich habe eine Veranstaltung, in der habe ich mal ein EdX-Video zu einem Zeitpunkt eingespielt. Also quasi statt selber eine 90-Minuten-Veranstaltung aufzunehmen, habe ich jetzt quasi einmal verwiesen auf EdX. Es ging um Datenbanken, Einführung in Datenbanken, SQL und so Geschichten. Und da gibt es doch was auf EdX, das könnte man nehmen. Das haben die Studierenden nicht gewollt. Die Studierenden haben gesagt, das ist schön, aber genau dieses Thema, dazu sollte doch bitte der Professor oder die Professorin auch bitte selber was aufnehmen. Auch wenn es dazu wirklich tolles Material in der Welt gibt. Also insofern ist da noch eine Fragezeichen bei dem, wie wir Lehre auch miteinander austauschen, wie wir Lehre miteinander vernetzen, wo wir eigentlich noch ganz am Anfang stehen und wo man dann vielleicht doch eher sagen müsste, da kommt es den Studierenden wirklich darauf an, dass sie an der Universität bei den Professoren und Professoren sind und auch von denen diese Inhalte hören. Herr Lettmarth, ich würde gerne Herrn Schiffer einmal kurz vorlassen in der Redeliste, um vielleicht darauf direkt zu antworten. Was erwarten die Studierenden? Ich habe gerade auch länger über die Frage nachgedacht oder die 30 Sekunden, wo ich Zeit hatte, was genau der Hintergrund ist, warum Studierende ein EDX-Video zum Beispiel weniger stark annehmen als von einem Professor oder von ihrem Professor in Anführungsstrichen aufgenommenen Video. Ich glaube, eine Sache ist davon, jedes Mal, wenn ein neues Format reinkommt, muss ich mich irgendwo umstellen und ich weiß nicht, was ist davon jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, wo ich mich bei der dozierenden Person, die ich normalerweise habe, besser darauf einstellen kann. Das ist, glaube ich, eine Sache, die es ein bisschen herausfordernder macht. Was ich aber schon sehe, wo auch ein riesen Bedarf auch von Studierenden da ist, ist eine Vernetzung von Vorlesungen. Es ist jetzt nicht vielleicht, oder auch, ob das jetzt mit verschiedenen Universitäten ist, aber vor allen Dingen auch im internationalen Bereich. Als Beispiel, dass ich als Studierender zusammen ein Seminar mache, das mit der, London School of Economics, zusammen mit der RWTH Aachen und Bayreuth und was nehmen wir noch als noch Bocconi mit dazu, damit es auch noch internationaler ist, zusammen und da zusammenzukommen und in einem Team zu arbeiten, das finde ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit und da sehe ich auch bei den Studierenden einen Bedarf und auch eine Lust dazu, um sich gegenseitig auch kennenzulernen und verschiedene Sichtweisen zu sehen. Genauso das Gleiche gilt auch für, wurde vorhin schon von Ihnen, Frau Bosse, angesprochen, für hochspezialisierte Fächer. Es gibt in München zum Beispiel ganz viele Es gibt Bereiche, die gibt es hier einfach nicht. Die würde ich aber gerne als Studierender hören. Die gibt es vielleicht an der RWTH Aachen. Und genauso gibt es das Gleiche umgekehrt. Dass man Hochschulen öffnet, die Möglichkeit über Gasthörer oder sogar besser vernetzte Systeme, das wirklich zu ermöglichen und dadurch eine interkulturelle Lehre und internationale Lehre, aber auch das Gleiche im deutschlandweiten Bereich zu schaffen. Und da, glaube ich, ist aus studierender Sicht ein sehr, sehr großer Bedarf da und wird auch sicher von vielen Studierenden wahrgenommen. Vielleicht nicht von allen im ersten Jahr, aber in den, sobald es gute Beispiele gibt, mit Sicherheit. Das ist große Fragestellung nach Vernetzung und Öffnung der Hochschulen. Herr Lettmarth, wollen Sie noch was zu der Wortmeldung jeweils sagen? Oder
Ja, ich würde einfach nochmal sagen, wo man kann ja sagen, es hat auch irgendwo mal der Schuh gedrückt. Ja, also dieser Austausch, denke ich mal, der hat ein Stück weit stattgefunden. Aber ich glaube, Herr Eimann hat das auch ein bisschen mit gemeint, möglicherweise. Was ein Stück weit gefehlt hat, wir haben im Grunde wenig zentrale Vorgaben. Die Rechtslagen waren unklar. Und dadurch hat jede Universität über ihre eigenen Gremien versucht, das irgendwie herauszufiltern, was man eigentlich darf und was man nicht darf. Und ich sage mal so, das ist eigentlich ein recht ineffizienter Prozess. Ich glaube, die Universitäten haben das noch recht gut hinbekommen. Ich möchte aber so, wenn man mal auf die Schulen geht, im Grunde war das ähnlich bei den Schulen. Jede Schule hat es für sich gemacht. Also da gibt es schon noch Defizite, wo man sagen kann, in einer solchen Situation wäre es sicherlich geboten zu sagen, Schulen dürfen Zoom benutzen und den Unterricht kann ich machen und jedes Kind, was nicht die Möglichkeit hat, kann sozusagen eine Förderung in der und der Höhe bekommen. Ich glaube, da wäre vieles effizienter gelaufen und wir hätten auch viel Leerlauf vermieden, auch an den Universitäten, weil ich sage mal, wir haben eben darüber gesprochen, Proctor-Exams, das dürfen wir in Nordrhein-Westfalen nicht, das geht in Bayern. Aber eigentlich ist die Rechtslage unklar. Und was wir sozusagen als Führungspersonen immer machen mussten, wir mussten letztlich klar kommunizieren, aber natürlich teilweise bei unklarer Rechtslage. Und das hätte ich mir schon an manchen Stellen gewünscht, dass man da sagt, das ist eigentlich das auf dein Feld, dein alternativen Raum und der ist auch rechtssicher und so könnt ihr entscheiden. Und das war nicht immer der Fall. Also insofern waren wir schon an manchen Stellen auf uns alleine gestellt. Genau, dann sind dann auch die Grenzen sozusagen der Hochschul- und Fakultätsleitung auch erreicht. Vielleicht auch nochmal hier an das Publikum im Chat können Sie gerne Fragen auch an die Teilnehmenden stellen oder auch miteinander nochmal diskutieren. Wir möchten auch gleich sozusagen auch Ihre Fragen aufgreifen. Also seien Sie mutig, trauen Sie sich Fragen zu stellen, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Ich würde vielleicht auch noch mal gerne so ein bisschen Richtung strategisches Thema gucken. Vielleicht noch mal an dich, Marc, auch wie zufrieden waren überhaupt denn auch die Studierenden in eurer Befragung mit dem Krisenmanagement der Fakultäten? Ja, dazu ist es ähnlich eigentlich wie schon am Anfang zum generellen Umgang. Das Krisenmanagement an sich wurde sehr gelobt, auch gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, aufgrund der extrem schnellen Umstellung eigentlich auf digitale Lehre und auch aufgrund der hervorragenden Informationspolitik, die eigentlich getroffen wurde. Was halt so ein bisschen immer kommt, auch jetzt gerade in der aktuellen Befragung des Wintersemesters, ist wirklich der Punkt, den ich nochmal rausstellen würde, Infrastruktur, die nicht zur Verfügung stand, also beispielsweise Lernräume, der Bibliothekszugang, Aspekte wie Computerräume, wo sich auch Studierende treffen können und zusammenarbeiten können an gemeinsamen auch an Übungsblättern, das fehlt halt so ein bisschen. Das geben die Studierenden schon sehr stark wieder, dass das schon so ein Punkt ist, der durch Corona bedingt vielleicht noch verstärkt auch fürs nächste Semester in den Fokus genommen werden könnte. Das ist ein Punkt, der vielleicht noch wichtig ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, vielleicht auch aus Sicht der Governance-Strukturen, ob da von Hochschulebene noch vielleicht, was da schon für die kommenden Semester in Planung ist, um auch vielleicht gerade auch für Studienanfängerinnen, die jetzt da auch Übungszettel gemeinsam bearbeiten müssen, um vielleicht auch das Studium, gerade am Anfang des Studiums ist das aus meiner Sicht sehr wichtig. Ja, würde mich einfach interessieren, wie Sie das so sehen auch. Mhm. Ja, wenn es halt, vielleicht gibt es da Antworten, dann würde ich nämlich eigentlich gerne zum nächsten kommen. Ich mag, was empfiehlt oder ja, vielleicht der Eimann. Da kann ich natürlich schon noch was dazu sagen. Also die tatsächlich, das ist meine Rolle als CIO einer Universität, ist natürlich genau das, diese IT-Infrastruktur einer Hochschule am Laufen zu halten und weiterzuentwickeln. Und tatsächlich haben wir da ein strukturelles Problem. Wir kriegen natürlich durch KI-Wettbewerbe, KI-Programme des Bundes jetzt neue Professuren reingespült, die in der Informatik ausbilden. Aber tatsächlich unsere Infrastrukturkosten wachsen auch. Wir müssen auf einmal Zoom-Campus-Lizenzen, Microsoft Teams-Campus-Lizenzen und so weiter bezahlen. Das wächst alles an, da steigen die Anforderungen und natürlich wachsen aber unsere zentralen Bereiche in der Form nicht mit. Und da haben wir ein strukturelles Unterfinanzierungsproblem, was uns sicherlich in den nächsten Jahren noch umtreiben wird. Weil alles das, was wir jetzt aufgebaut haben, ist ja erstmal ein Projekt gewesen. So eine Zoom-Lizenz ist ein Projekt erstmal. Ne? Das wird auf Zeit finanziert
Das wird auch mit zeitlich begrenzten Personalressourcen finanziert. Die Frage ist nur, können Sie das irgendwann wieder abschalten? Können Sie das zurückdrehen? Das wollen Sie gar nicht. Das landet quasi im Dauerbetrieb einer Universität und muss dann dauerhaft finanziert werden. Und damit werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich finanzielle Probleme bekommen in allen Hochschulbudgets. Vielleicht dazu noch mal kurz, Herr Eimann, was sozusagen brauchen Sie als CIO dann von den Dekanaten, von den Fachbereichen, um die bestmöglichste Infrastruktur zur Verfügung zu stellen in Ihrem Ressort, in Ihrem Rahmen natürlich? Naja, das ist jetzt vielleicht auch der Weg, wo wir quasi gerade rausgehen nachher aus der Pandemie, mit der Frage, was bleibt denn am Ende? Ne? Also bleibt es, dass wir zum Beispiel aus großen Hörsälen streamen oder aufnehmen, so wie Herr Nett-Marthe das gesagt hat, was eben schon seit einiger Zeit gemacht wird. Das bleibt sicherlich. Aber zum Beispiel muss jetzt jeder Seminarraum videokonferenzfähig umgebaut werden. Das sind gerade Anforderungen, die wir so ein bisschen, da basteln wir so ein bisschen was. Aber wenn man das ernst nimmt und das wirklich machen will, dann ist das ein irrer finanzieller Aufwand. Und natürlich müssen jetzt eigentlich die Fakultäten und die Studiengänge sagen, in welcher Form übernehmen wir die digitale oder hybride Lehre, die wir jetzt erlebt haben, in die nächsten Semester. Und das sind Fragen, die sich wahrscheinlich erst nach Impfungen, das heißt eben nach Wintersemester 21, 22, Sommersemester 22, da werden sich dann diese Fragen stellen. Frau Bosse, wie ist das bei Ihnen, bei den Fachbereichen, die Sie interviewt haben? Wie vielleicht spielen auch nochmal die Infrastruktur? Ja, ich wollte noch, also weil jetzt das Thema Infrastruktur da ist. Und Herr Eimann, Sie hatten eben gerade auch die Hochschulleitungsperspektive. Und bei den Interviews wird deutlich, die einen waren sehr froh, dass es starke zentrale Bereiche und guten Support und auch zeitnah gab. Und andere hätten sich, glaube ich, ihre Eigeninitiative nicht nehmen lassen wollen. Und es gibt eben Fälle, wo eine Medienfachdidaktik vor Ort war, E-Learning beauftragt und so weiter. Also ich sehe das nochmal auch nochmal im Hinblick auf HfD-Strategieberatung, das als mögliches Konfliktfeld. Also wie viel zentral und dezentral, es ist ein Dauerthema auch in der Hochschulentwicklung, aber das stellt sich da jetzt, glaube ich, nochmal besonders. Und Herr Lett-Marthe hatte ganz am Anfang, als Sie das E-Learning an der RWTH beschrieben haben oder in Ihrer Fakultät, dass Sie etwas entwickelt haben, was jetzt zentral ist. Ich glaube, es waren die Lehrvideos oder sowas. Und ich glaube, diese Prozesse zu überlegen, und das kann man nicht, also auch wir als HIS-Institut für Hochschulentwicklung würden da nicht wagen, zu sagen, ne, das ist die Empfehlung. Man müsste schon sagen, ja, wenn jede Fakultät jetzt einen Topf bekommt und ne, was Kleines für sich entwickelt, das kann nicht so ganz ideal sein. Aber um die Initiative und auch die fachspezifischen Bedarfe da nicht zu ersticken, ist es, glaube ich, wichtig, auch da Support zu haben. Und das sieht man in den Interviews, glaube ich, dieses dass es das Zentrale meist noch nicht in den ersten zwei Wochen da war und da schon an den Fakultäten die Unsicherheit am größten war und das Rotieren und zum Teil eben auch schon sehr viel entstanden ist an kreativem Umgang und Lösungsfindung. Also das ist auch, also ich weiß nicht, vielleicht haben wir da nochmal Dekan und Hochschulleitung. Dieses Zentral-Dezentrale ist etwas, was mich auch sehr interessiert, wie Hochschulen das lösen. Genau, das wäre sozusagen auch gerade eine spontane Frage aus dem Publikum, nämlich aus dem Chat, ob es Erfahrungswerte gibt, ob Serviceangebote eben zur Unterstützung der digitalen Lehre zentral oder eben dezentral angesiedelt sein sollten. Wie ist das bei Ihnen? Was haben Sie an Erfahrungen gemacht? Vielleicht, Herr Eimann, vielleicht starten Sie. Ja, tatsächlich beides. Also es gibt Sachen wie zum Beispiel Videos aufnehmen, streamen. Wie gesagt, wir haben so einen Panopto-Server, der ist natürlich zentral. Das heißt, wenn ich ein technisches Problem habe, mein Video hochzuladen als Dozent oder es abspielen zu lassen oder sowas, dann ist dort das Rechenzentrum, das IT-Service-Zentrum, ist der zentrale Ansprechpartner. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, eine Fernklausur zusammenzubauen, didaktisch vielleicht, Multiple-Choice, Freitextaufgaben, Dinge zusammen zu mischen, dann bin ich auf der Ebene der Fachspezifika eher und dann brauche ich Leute in den Fakultäten, die wissen, wie das geht und die quasi die Transferleistung machen können. Bei der Controlling-Klausur hat das und das funktioniert. Probier das doch bei der Marketing-Klausur auch. Herr Lett-Marthe, was ist Ihre Erfahrung? Ja, ich glaube, ich kann dem nur zustimmen. Also was ganz wichtig ist, Lehrende sollten begeistert sein und die muss man mitnehmen.
Und natürlich ist das, was man selber auch ein Stück weit an Ideen einbringen kann und umsetzen kann, das erhöht auch die Motivation. Dann kommt aber auch so ein Effekt rein, den haben wir auch festgestellt, es gibt natürlich so einen gewissen Peer-Druck, weil auch so Hochschullehrer sind ja untereinander ein Stück weit, gucken die schon, was macht der andere, macht der es besser und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch nicht schlecht, das zu nutzen, dass man sagt, Mensch, jeder macht das irgendwie. Also bei uns zum Beispiel ist keiner ausgeschert. Es hätte, wer ausgeschert wäre, wäre aufgefallen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann kommt natürlich irgendwann, jetzt spricht man mehr darüber und dann wird das zum Thema. Und das wird dann getragen und natürlich vielleicht so ein ganz klein bisschen vom Wettbewerbsgedanken, aber auch von der intrinsischen Motivation. Und das wissen wir alle, intrinsische Motivation ist besser als das, was ich zentral anordne, wo ich etwas machen muss. Sondern, und wenn man das schafft, irgendwie gut auszubalancieren zwischen dem, was ich hineintrage und zwischen dem, was sozusagen von den Dozenten kommt, dann habe ich, glaube ich, ein gutes Rezept. Und das ist gar nicht so einfach, natürlich, das hinzubekommen. An Ihrer Uni, an der RWTH Aachen, gibt es ja auch pro Fakultät diese Digitalisierungskümmerer oder jetzt, glaube ich, auch Digitalisierungsbeauftragte. Inwieweit spielt das eine Rolle, um zentrale, dezentrale Fragestellungen zusammenzubringen? Wir haben in jeder Fakultät das richtig, Digitalisierungsbeauftragte. Das heißt, es ist erstmal ein Thema. Es gibt auch Formate und Gelder, die darüber aufgestellt werden, um die wir uns bewerben können. Aber man muss schon sagen, jetzt gerade Corona, das wird natürlich, dadurch werden halt so die Initiativen, die auch von den Lehrenden kommen, hereingetragen aus den Fakultäten in die Universität hinein. Aber natürlich haben uns die zentralen Elemente, also unsere Medien für Lehre mit dem Filmstudio, wo wir auch didaktisch das aufbereitet wird, also nicht irgendwie Vorlesungen aufgenommen und 90 Minuten Streams, sondern sie sind didaktisch aufbereitet mit der klaren Storyline. Wir haben sogar ein Coaching von einer Fernsehmoderatorin, die Lokalzeit macht, wo jeder Dozent auch daran teilnehmen kann und sagt, wie gucke ich überhaupt in die Kamera? Gucke ich gerade, gucke ich links, gucke ich rechts? Und so weiter, wie beginne ich überhaupt, ja, um das vielleicht auch spannend zu machen. Und ich glaube, solche Dinge sind schon zentral ganz gut, Angebote zu machen und dann natürlich auch über diese Angebote zu sprechen und möglicherweise auch andere, die das wahrgenommen haben, darüber sprechen zu lassen, wenn die Angebote gut sind, also Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da bin ich schon ein großer Verfechter, dass man solche Dinge zentral bereitstellt. Das ist auch aufwendig und Herr Eimann hat schon gesagt, das sind Kosten, die damit einhergehen und die muss man irgendwie schultern. Und das ist halt auch wichtig. Das kann man nur zentral schaffen. Dann kann ich in jeder Fakultät eigene Infrastruktur aufbauen komplett. Also, Frau Busse, wir haben vielleicht unsere Antwort. Es braucht beides und es muss gut zusammenpassen. Ja, vielleicht noch zum Schluss, bevor wir wirklich auf einzelne Fragen aus dem Chat eingehen. Herr Lenmarte, vielleicht nochmal direkt an Sie. Was nehmen Sie sozusagen aus der Corona-Situation mit für weitere Entwicklungen Ihrer Fakultät? Gibt es da bei Ihnen schon Gedanken oder sagen Sie, wir sind eigentlich noch in der Bewältigung der Krise? Also zunächst erstmal muss ich sagen, meine Begeisterung für meine Fakultät und für meine Uni hat zugenommen. Also das muss man ja sagen, wir haben viel geschafft und das ist irgendwie toll. Also man muss sich ja bei allen negativen Seiten, die so eine Corona-Krise mit sich bringt, aber sozusagen die Verlässlichkeit auf das eigene Team ist gewachsen. Und das heißt, wir kriegen schon noch was hin und daraus kann man auch was entwickeln. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir sind im Grunde schon auf den Digitalisierungsweg gewesen. Was wir auf jeden Fall mitnehmen ist, wir haben jetzt eine breitere Basis. Vorher waren das, sagen wir mal, so roundabout die Hälfte der Dozierenden und jetzt sind es eigentlich alle. Und die da mitmachen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ansonsten, sage ich mal, sind wir, glaube ich, so auf dem Weg, weiter zu professionalisieren. Ich hatte ja schon mal diesen wissenschaftlichen Ansatz vertreten, wo wir auch gucken, was bringt eigentlich was und das einfach konsequent fortzusetzen. Vielleicht auch bis auf das, was auch hin zu dem, was Herr Schiffer angesprochen hat, dass man einfach mal auch eine universitätsübergreifende Vernetzung macht. Also ich finde nicht, dass da viel dagegen spricht. Da kann ich auch sagen, das muss ich sagen, das nutzen wir sicherlich noch ein Stück weit zu wenig. Ja, vielleicht, dann kommen wir vielleicht auch direkt zu Herrn Schiffer. Als Student, aber auch eben als Vertreter der Studierendenschaft, was sozusagen sind Ihre Erfahrungen jetzt aus dem Corona-Jahr, vielleicht auch aus der Einbindung der Studierenden bei Ihnen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft auch für Ihre Fakultät? Genau. Erstmal zum Thema Einbindung. Ich glaube, vor allem bei uns Studierendenvertreter, es war ein unglaublich intensive letzten zwei Semester und wo man ja
alles neu denken musste und damit auch wir in der studentischen Vertretung sehr, sehr viele Möglichkeiten hatten, mit einzuwirken und da auch, glaube ich, einiges mitgestalten konnten und auch sicher gute Sachen auch herausgebracht wurden. Klar, man muss sich jetzt alles angucken, was das Ganze gebracht hat und vor allem evaluieren. Was mir ein bisschen in die Zukunft geblickt, vielleicht in das Jahr 2030 geblickt. Ich war, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, mal in einer Maschinenbauvorlesung, ein bisschen aus, und da war ein Raketenstart von SpaceX. Und diese Vorlesung hat keiner mehr zugehört. Alle haben auf ihrem Device, haben diesen Raketenstart sich angeguckt. Ich als BWLer habe das nicht verstanden. Aber ich würde mir das Gleiche auch in den Wirtschaftswissenschaften wünschen, dass diese Begeisterung rübergebracht werden kann. Und ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften gerade in einem enormen Umbruch sind. Manche Leute bezeichnen, dass in einigen Jahren nicht mehr die Währung das Geld sein wird, sondern Daten sein wird. Innovation passiert wesentlich schneller. Die Digitalisierung ist ja inzwischen als auch der letzte begriffen im vollen Gange. Und es passiert extrem viel. Und ich glaube, auch Wirtschaftswissenschaften müssen sich da weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass dieser bisschen angestaubte Ruf von Wirtschaftswissenschaften, ich studiere BWL, weil ich nicht weiß, was ich sonst studieren soll, weggeht und man es schafft, begeisterte Studierende zu finden, die dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Aktien-Lounge ist, vielleicht nicht, weil ich glaube, das ist nicht so spannend, aber sich was anderes im Livestream angucken und ja, der Professor vorne die Vorlesung eigentlich gerade sein lassen kann. Das ist so ein bisschen das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und ich sehe gerade die Möglichkeit, dass es entsprechend gestaltet werden kann. Und da meine ganz, ganz große Bitte, das gilt, glaube ich, an alle, auch an die Studierenden, dass wir es gestalten und Corona als Möglichkeit sehen, es zu gestalten. Ja, vielen Dank. Das würde ich sozusagen jetzt, ich habe noch eine lange Liste an Fragen sicherlich, aber wir sind ja auch schon in einer Zeit auch als Schlusswort stehen lassen. Also eine schöne Zukunftsperspektive auch nochmal aus dem Fach heraus, eben Begeisterung für das Fach über die Digitalisierung, Begeisterung in das Fach zu bringen. Ich würde gerne, das ist ein bisschen meine Frage auch nochmal an meine Kollegen, Kolleginnen im Hintergrund, zu gucken, was noch an Diskussionen, an Fragen kommt. Im YouTube-Chat, ich sehe, wir haben noch so ein oder zwei ziemlich spezifische Fragen. Vielleicht nochmal zur Eingangsstatement von Herrn Lettmater zurück. Diese Vermutung, dass eben Studierende, Studierende ja auch jetzt besser abschneiden, weil es eben Betreuungsverpflichtungen gibt. Und dass eben Studierende dadurch auch eben bessere Bedingungen vorfinden. Also, ja, gibt es dazu eine Einschätzung von Ihrer Seite? Und die Frage war auch eben, spielt das Thema der Flexibilisierung durch Digitalisierung eben eine Rolle bei der Betreuung, aber eben auch für die Planung der weiteren Lehre? Ja, also ich kann das so sagen. Also Betreuung heißt erstmal bei uns nicht sozusagen, wir verlagern das in die digitale Welt und die persönliche Betreuung ist nicht mehr da. Das ist genau das, haben wir auch von Anfang an nicht gemacht. Wir haben auch von Anfang an Veranstaltungen per Zoom mit großer Interaktion, Breakout-Sessions und so angeboten. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Diesen wissenschaftlichen Ansatz der Digitalisierung, den wir da betreiben, wo wir auch gucken, was bringt eigentlich was, wir sehen das ein bisschen auch als ein Supermarktmodell. Das heißt, ein Studierender kann sagen, ich möchte die Videos mir mehrfach angucken. Zum Beispiel ein ausländischer Studierender, der vielleicht die Sprache noch nicht so gut beherrscht. Man muss die aber nicht. Man kann das auch nur über die Vorlesung machen. Also man kann verschiedene Medien nutzen und sich daraus ein Lernportfolio zusammenzubasteln. Und das erfordert natürlich auch die Kompetenz auf Seiten der Studierenden, um dann auch vielleicht besser abzuschneiden, mehr zu lernen und auch vielleicht auch die intrinsische Motivation, die Herr Schiffer ja auch angesprochen hat, zu steigern. Und ich hatte ja auch gesagt, wir wissen, dass sich das Notenniveau durch solche Maßnahmen verändert und deutlich verbessert. Also wir haben roundabout
kann man sagen, im Eingangssemester Rechnungswesen eine Notenverbesserung von einer ganzen Note. Und wer sich da ein bisschen auskennt, eine ganze Note, das ist nicht so wie zwischen erster Bundesliga und zweiter Bundesliga, das ist so zwischen Bundesliga und, sagen wir mal, vierter Liga so roundabout. Das ist schon ein massiver Zuwachs an Wissen und an Leistungsfähigkeit, die wir dadurch gewonnen haben. Also das mal über Corona hinaus. Und das, glaube ich, zu nutzen, weil am Ende des Tages sind wir ja dazu da, junge Leute gut auszubilden und gesellschaftlichen Nutzen zu stiften. Na, und das ist entscheidend. Und da kann man, glaube ich, schon viel erreichen. Und vielleicht Corona verbreitert die Basis derjenigen, die mitmachen. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Mhm. Ja, Herr Eimann nickt zustimmt. Wollen Sie noch was ergänzen? Genau, wir haben, da wir Präsenzklausuren und Online-Klausuren wirklich zeitgleich durchführen, haben wir da eine gute Möglichkeit zu vergleichen. Und wir haben festgestellt, dass die Durchschnittsnoten fast identisch sind bei beiden Prüfungsformen. Das heißt, es liegt nicht an der Prüfungsform. Es liegt nicht daran, dass auf einmal Online-Klausuren einfacher wären oder Präsenzklausuren einfacher gestaltet werden oder sowas. Tatsächlich ist jetzt sozusagen ein Umschwung da, wo man sich überlegt, wie kann ich das jetzt für die Zukunft nutzen? Und das, was Sie zu Anfang gesagt haben mit den ausländischen Studierenden, das gilt genauso für die deutschen Studierenden. Wir fragen die Leute, was nehmt ihr jetzt mit aus diesem Semester? Und sie sagen, ich nehme mit, dass es diese 7-8-minütigen Videosequenzen gibt, die ich anhalten kann, die ich zurückspulen kann, wenn ich was nicht verstanden habe und wo ich nicht 90 Minuten am Stück im Audimax sitze und sozusagen für Mühe habe, mitzukommen. Und das ist jetzt die Frage für uns eher. Heißt das für uns, dass wir die Veranstaltungen anders aufbauen werden? Natürlich muss es das heißen, aber wie? Und mit welchen Hilfsmitteln? Was von der Digitalisierung nehmen wir jetzt mit? Wie bauen wir es um? Bis hin nachher zur Frage, brauche ich überhaupt noch den Hörsaal für die 2000 Leute, die ihr in Aachen habt? Da kann ich vielleicht direkt was zu sagen, weil wir das mit den Videos schon sehr lange machen. Wir machen nicht mehr die klassischen Vorlesungen. Wir diskutieren ein Drittel. Auch selbst in so einer Erstsemesterveranstaltung machen dann im Grunde nochmal so eine Zusammenfassung des Stoffes in anderer Form. Und danach kommt dann so ein Case. Und dann kriegt man auch schon mal im ersten Semester so ein Case wie Enron, also so ein Energieunternehmen in den USA, was man mit Rechnungswesen sozusagen in der Börse zuerst weit nach vorne gebracht hat und danach innerhalb von Tagen kollabiert ist. Oder wir machen als Beispiel die Abschreibung von Bundesligaspielern oder auch das Thema Total Cost of Ownership bei Elektromobilität. Da kann man dann auch coole Autos zeigen, was mindestens manche unserer Studierenden in Aachen ganz gut finden. Also wir gewinnen auch neue Möglichkeiten, auch vielleicht zu motivieren, was Herr Schiffer anspricht. Ne? Und wer das nicht möchte, muss ja gar nicht zwingend in die Vorlesung kommen. Aber es kommen erstaunlich viele, die sich dafür begeistern. Frau Bosse, Sie hatten sich jetzt abgemeldet. Ja, vielleicht dazu noch mal kurz ein externer Blick, weil Sie hatten ja am Anfang auch die Wirtschaftswissenschaften als was Besonderes in dieser Lehrentwicklung oder Digitalisierung als ein besonderes Beispiel dargestellt. Und was ich aber jetzt auch als Chance nicht nur für die Wirtschaftswissenschaften sehe, ist genau dieses, das Beforschen von Lehrformaten, also wo Sie eben Beispiele geliefert haben, das habe ich in dem Ausmaß und bestimmt nicht bis auf Ebene der Hochschulleitung so gesehen. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, dass einmal Lehrentwicklung doch auch ein Stück wissenschaftlich basiert erfolgt, ohne jetzt den Begriff der Evidenzbasierung zu nutzen. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, aber dass da ein reflektiertes Entscheiden über Lehrformate und eben nicht ein Zurück zu dem, wie es mal war und vielleicht bequem ging. Also ich glaube, die Einsichten, dass Studierende erkennen, wie eben sie am besten lernen können und dass ein Angebot von den Hochschulen da ist, was aber auch mit begleitet wird. Und das so zu schaffen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und diese Ansätze für die Suche nach der Lehrqualität, die sehe ich auch in den Interviews und im Hinblick auf die Zukunftserwartung, dann diese Wendung hin zu den Curricula, also dass da Curriculumentwicklung, wo vielleicht nochmal die Inhalte, welche brauchen wir jetzt, wie verändert sich ein Fach, was Herr Schiffer gebracht hat, also um nochmal da so ein bisschen zu perspektivieren, wo geht das hin, was kann bleiben? Und ich glaube, die Digitalisierung kann im Hinblick auf Lehrentwicklung ganz viel bringen und gleichzeitig sind dann auch wieder Grenzen vielleicht auszuloten, wo das
Also sozusagen auch die Entwicklung aus den Erfahrungen heraus. Jetzt vielleicht nochmal genau in die andere Richtung, Richtung Anreizesysteme. Jetzt noch die Frage, was gibt es im Grunde für Anreize, auch für inneruniversitäre Plattformen für Grundlagenkursen? Also da wirklich auch gemein, wie da, was Herr Schipper eben ja auch angeskizziert hat, diese gemeinsame Arbeit, Austausch für Grundlagenkurse zu entwickeln. Was kennen Sie für Anreize? Was empfehlen Sie für Anreize? Herr Eimann? Also es geht ja jetzt nicht um technische Plattformen. Es geht darum, wenn ich zum Beispiel Grundlagen habe, Grundlagenprogrammierung ist so ein typischer Fall, brauche ich in vielen, vielen Fachbereichen. Grundlagenmathematik brauche ich in vielen Fachbereichen. Aber da beginnt es sich vielleicht dahingehend zu entwickeln, dass man sagt, diese Basics, die gibt es in der eigenen Videoplattform oder halt auf edX oder auf einer anderen Plattform. Und ich übersetze dann in jeder Fakultät die generischen mathematischen oder Programmiersachen in die Sprache der jeweiligen Fakultät. Also ich mache dann bei den Germanisten vielleicht linguistische Sprachverarbeitung, wenn es um KI geht. Bei den Ingenieuren mache ich eher Bildverarbeitung von Maschinen. Es ist beides künstliche Intelligenz. Es basiert vielleicht beides auf dem gleichen Videokurs, den die Informatiker mir eingestellt haben. Aber ich werde es als Dozent oder Dozentin jeweils in die Sprache meiner eigenen Fakultät oder meines eigenen Studiengangs übersetzen. Und vielleicht liegt darin auch eine große Chance. Herr Littmatter, können Sie noch was zu Anreizen sagen? Ich mache mein Mikrofon auch an. ich glaube, ein Punkt, den möchte ich vielleicht dann in dem Zuge auch ansprechen. Wir haben die Chance, dieses Thema Interdisziplinarität, dass ich sage, ich stelle auch mal etwas zur Verfügung. Und da komme ich auch nochmal wieder auf dieses Thema intrinsische Motivation. Ich habe damals an der Universität Bielefeld studiert. Da war dann zum Beispiel Niklas Luhmann, der war Soziologe, für die, die es nicht mehr ganz in Erinnerung haben. Und dann ist man mal in die Vorlesung reingegangen. Und das ist heute, weil wir sehr, sehr stark verschulte Systeme haben, aber wir können auch zum Beispiel interdisziplinäre Plattformen mal machen. Wir können gemeinsame Lehrveranstaltungen machen. Wir können die sogar ein Stück weit auf einzelne Disziplinen zuschneiden. Ich nenne auch dazu gerne ein Beispiel. Wir haben jetzt das Rheinische Braunkohlerevier, was wir alle vom Hambacher Forst ja kennen, wo Demonstranten auf den Bäumen sitzen und protestieren, wo sozusagen die Braunkohlekraftwerke stillgelegt werden. Da wird eine ganze Region neu gestaltet. Und da haben wir jetzt 21 Lehrveranstaltungen, die wir alle miteinander vernetzen. Ich weiß nicht, ob Sie das mit Plattform meinen. Wir treffen uns als Lehrende. Wir haben eine gemeinsame Auftaktveranstaltung, die dann natürlich zwangsweise digital sein muss. Aber die können wir dann hinterher auch natürlich in Präsenz machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Umdenken, was einsetzt, dass man sagt, wir können auch so ein Stück weit, ich sag mal, modulhaft zusammensetzen. Das ist natürlich leichter bei einem Video als in Präsenz, dass man sagt, wir schaffen dadurch auch Möglichkeiten, vielleicht sogar auch fächerübergreifend zusammenzuarbeiten. Und wir haben jetzt, ich sag mal, ein Beispiel. In unserem Seminar ist das dann so, wir bewerten Ökosystemdienstleistungen. Jetzt kann ich Ökosystemdienstleistungen super am Schreibtisch bewerten, aber nein, die Studierenden, die bei uns teilnehmen, die gehen mit unseren Geoökologen ins Feld. Die müssen Stiefel anziehen. Wir hoffen, dass das möglich ist in Präsenz. Die machen sich die Füße dreckig. Die holen auch mal einen Wurm daraus oder was auch immer und haben dadurch natürlich auch nochmal ein anderes Feeling für das, was sie dann hinterher bewerten und machen. Und das sind zum Beispiel vielleicht auch Möglichkeiten, das hatten wir so vielleicht vorher eher selten. Ich sage nicht, dass es das nicht gab, aber das wird sich vielleicht ausweiten. Das sind, finde ich, total spannende Sachen. Also ich überlege sogar schon, ob ich mit ins Feld gehe. Ja, jetzt von vom Fachbereich spezifisches Thema zur Interdisziplinarität ist es ja dann auch wirklich nicht weit. Ja, wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Fragen, die ich zum Thema Prüfungen im Chat, das würde ich jetzt sagen, eher ausklammern wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind sozusagen auch im Hochschulforum Digitalisierung weiter daran dabei, auch eben diese Fragestellung in einem Rahmen einer CWG, einer Community Working Group, weiterzuentwickeln, mit Ihnen weiter auch diesen Diskurs zu bestimmen und zu gucken, was sind die Formate, die vielleicht auch wieder für die einzelnen Fächer auch zur Frage kommen. Ich möchte mich aber erstmal auch, weil wir ja schon ein bisschen über die Zeit sind, an dieser Stelle bei den Diskutanten, Diskutantinnen in dieser Runde bedanken, auch bei Ihrem Publikum für Ihre interessanten Fragen. Ich hoffe, das ergibt sich auch sozusagen im Laufe der weiter noch stärker über die Rolle der Fachbereiche zu sprechen, über die Rolle der Digitalisierung in den Fächern. Und deswegen, wie gesagt, wollen wir ja eben mit der Fachbereichsberatung mit Ihnen gemeinsam
genau dieses, ja, diese Fragestellung nach der Rolle und Aufgabe der Fachbereiche weiter angehen. Ich sehe erstmal keine Fragen zur Fachbereichsberatung. Sollten Sie im Nachhinein noch bei Ihnen Fragen ergeben, dann schreiben Sie doch einfach mich oder meine Kollegen am Hausche Forum Digitalisierung an. Vielleicht mag eine der Kolleginnen und Kollegen noch mal kurz den Link zur Fachbereichsberatung im Chat posten, sodass wir noch hoffen, dass, wenn Sie, wie gesagt, als Fachbereich, der sich mit BWL, Betriebswirtschaftslehre oder im Wirtschaftswissenschaften mit einem Schwerpunkt auf der BWL eben weiter auch aus der Corona-Perspektive heraus weiterentwickeln, gemeinsam eben mit Experten, Expertinnen aus der deutschen Hochschullandschaft, dann ja, bewerben Sie sich doch einfach gerne für unser Programm. Ja, dann nochmal vielen Dank an die 5 Diskutanten, vielen Dank an meine Kollegen zur Unterstützung und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Hoffentlich sieht man sich an anderer Stelle nochmal wieder. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Die Hoffnung, dass der Livestream dann zu Ende ist.